Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part sind wir im Waldtempel gelandet und wir haben bemerkt, dass wir die Geister suchen müssen, die hier in den verschiedensten Räumen sind. Wie man hier unschwer erkennt, sind sie immer wieder in anderen Räumen. Ich weiß gar nicht, in welchen Raum wir mal reingehen. Ja, gehen wir einfach mal den Raum vorbei. Dazu zück ich mal die Ocarina. Auf was setze ich die? Bomben brauchen wir gerade jetzt nicht. Und fang an zu spielen, wenn ich hier noch weiß, wie es geht. Ja, ich weiß es nicht mehr. Also wir gucken mal schnell nach, wie nochmal die Zeit ging. Ich habe es nämlich vergessen. Na, wo haben wir es? Der Hymne der Zeit. Also rüber, A runter, rüber, A runter. Mal schauen, ob ich mir das merken kann. So einigermaßen oder so. Nee, warte mal. Nein, ach, egal. Nee, warte mal, was? Richtig. Ich habe das jetzt nämlich verwechselt mit runter und A. Yo, Lied der Hymne der Zeit gespielt. Dann gehen wir am besten mal in den ersten Raum. Hoffentlich schaffen wir in diesem Part wenigstens einen Geist. Müssen wir mal schauen. Wow. Zack. Hals abgetrennt. Was droppt er? Einen Stock. Brauche ich aber nicht. Blödes Ding. Zack. Es kann sein, dass hier die Gegner immer größer sind, aber ich kenne diese Welt und boah, ich hasse die. Der Waldtempel ist echt nicht so meins. Bam. So, was droppt der? Nichts. Egal, an der einen Spinne kommen wir sowieso ganz gechillt vorbei. Sollte jetzt kein Problem sein. Sie sollen einfach nicht angucken. Sie dreht sich und dreht sich und dreht sich. Okay, hier stoppen wir mal, damit es uns nicht zu nahe kommt. Weil wenn wir zu nah an sie dran sind, dann wird es lila und dann greift es uns an. Okay, sie hat uns nicht gesehen. Perfekt. Dann gehen wir einfach mal hier vorbei. Oh! Was schon ein Gegner. Hör mit dir! Komm schon! Oh yes! Zappa! Okay, die Türen sind offen und eine Schatztruhe erscheine. Gut. Was ist drin? Ich denke mal, ich tippe persönlich auf Karte, Kompass. Was auch immer. Yeah, Karte. Schon mal richtig. Gut, damit haben wir den ersten Gegenstand schon mal. Ich gucke jetzt nicht so oft auf die Karte bei den Dungeons. Gut, schalten wir mal auf Ego-Perspektive und schauen, was wir hier machen können. Viel gibt es jetzt nicht mehr zu machen, ne? Was mache ich denn da für einen Quatsch? Nee. Ego-Perspektive aus und wir jumpen einfach mal runter. Oh! Beim Rückwärtssalto, Alter. Komm, zeig's mir. Blöde Pflanze. Der Octorok ist mir jetzt eigentlich schnurzpiep egal. Aber was mir nicht egal ist, ist das hier. Den Waldtempel habe ich nicht mehr so ganz im Kopf. Da hackt's noch manchmal bei mir. Weil wegen diesem das und naja, das ist einfach so. Ja genau, ich glaube, da muss ich irgendwie in so einen anderen Raum gehen, das Wasser absinken lassen und dann können wir hier da durch und kommen hier dann wieder raus, ne? Ich glaube, so war das. Ja, das mache ich mal. Moment, ist hier noch irgendwas, wo ich jetzt noch hoch kann oder
war es das jetzt hier schon? Ich glaube, das war es jetzt zumeist eigentlich. Ja, dann gehen wir von hier mal wieder raus und gehen mal in eine andere Tür, und um einfach mal zu schauen, was da noch so gibt. Die Geister sind ja generell verschieden aufgeteilt. Zum Glück müssen wir sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge besiegen. Das wäre ziemlich blöd. Weil dann hätte ich gar keine Ahnung. Okay, das ist eine verschlossene Tür. Da kann man erst später. Aber wir haben ja vorhin einen Schlüssel bekommen. Und ich habe vorhin auch eine Tür gesehen, die einen Schlüssel benötigt. Das müsste die hier oben. Ja, da ist sie. Einfach mal einen Schlüssel einsetzen. Dann schauen wir mal. Ding. Na? Zack! Weg mit dir. Okay. Up in the next room. Gut, was haben wir hier? Einen, ja, Geist. Hey. Hey, bleibst du jetzt mal stehen? Phoenix, geil. So. Jetzt aber. So, was gab es hier nochmal besonders? Ich glaube, ja, nichts, ne? Ich glaube, hier kommen wir erst weiter, wenn wir den Bogen haben. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Weil hier ist dieses verkackte Schieberätsel. Darauf habe ich jetzt null Bock. Einfach mal weg hier. Okay. Ich hab rum. Zap. Auf das Item verzichte ich, was das Drecksvieh droppt. Herzen, Krug, was weiß ich. Ist jetzt auch so ein bisschen scheiße hier. Ich hasse das eigentlich. Zumal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt hier der Ausgang oder Eingang ist. Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen. Das ist schon mal der falsche Weg. Oh. Wir müssen in einen anderen Raum. Aber irgendwie. Ach, gehen wir einfach mal den Raum geradeaus. Der da oben ist, gehen wir einfach mal den lang. Mal schauen. Da müsste es, glaube ich, mehr geben. Den Waldtempel habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ohne Witz. Den habe ich damals schon so gehasst. Yeah, und hier gibt's was. Aua. Komm jetzt her. Na, willst du wohl. Na, komm jetzt. Yeah. Hey. Hey, bleibst du stehen. Hey. So. Gut. Weiter im Text. Oh, scheint ein Kampf zu sein. Oh, ganz hatte. Yeah, erster Down. Na komm, zeig's mir. Zack. Na los. Na, ich habe das Masterschwert, du hast keine Chance. Komm schon, greif mich an. Yeah. Ich habe das Masterschwert, Junge. Yeah, Masterschwert. Ja, super. Zwei Schaltkämpfer ausgeschaltet und was? Ja, für den Schlüssel. Super. Ach. So ein Dreck. Oh, habe ich noch eine leere Flasche? Oder ist da noch eine Fee drin? Ich glaube, ja, ich habe noch eine mit einer Fee. Aber die kann mich auch so heilen. Gut, weiter geht's. Der ist mir jetzt egal, da gehe ich jetzt einfach auch außen rum. Der juckt mich jetzt nicht. So. Hier. Ah, eine Skulptula. Zap. Dö. Ich weiß gar nicht, wie viel Skulptur das ich habe. Persönlich ist es mir auch scheißegal. Ich die Drecksinger eigentlich nicht sammeln. Hier kommen wir nur vorbei, wenn wir den Bogen haben, um hier ran zu schießen. Und dann öffnet sich auch die Tür. Aber
Mann, ich habe so wenig Auswahl gerade. Richtig Mist. Ich weiß halt nicht mehr, wo wir hin müssen. Ach, das ist so. Ach egal, geh mal wieder hier rein. Ist mir jetzt auch egal, ich versuche jetzt hier irgendwas zu finden. Super, super. Ja, Bug. Ey, das war jetzt aber echt ein Bug. Echt mal. Bug. Gibt's echt nichts mehr zu machen. Wo kann man sich an diesen Ranken festschießen irgendwie? Ja, komm, macht's doch noch kürzer, Leute. Ja, man kann sich an den Ranken festschießen. Okay, ich tauche hier einfach mal runter. Mal gucken, was hier so gibt's. Eine Kiste und nichts für mich. Okay. Wir haben nichts gefunden, sagen wir es mal so. Warte mal, vielleicht können wir uns ja irgendwie da rüber schießen. Die Türen sind ja auch aus Holz. Also, ne? Da müsste ich eigentlich festschießen können. Wenn man sich mal so genau überlegt. Genau, ein Stück hoch. Mann, ey. Noch ein Stück nach oben. Oh Mann! Blöde Tastatur! Damit kann man es ja gar nicht schaffen. Ich glaube, der geht auch gar nicht so weit. Gibt's ja jetzt nicht so. Warum ist es eigentlich mitten im. Ach, was frage ich auch noch rum? Kamen wir nochmal zu denen hier? Irgendwie, also irgendwie konnte man dahin. Ich hab's aber vergessen, um ehrlich zu sein. Ach! Blöder Tempel. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist jetzt auch ein bisschen blöd, ey. Lass mich. Lass mich, lass mich, lass mich. Oh, Gottes Willen, ey. Ich dachte schon, das basht mich jetzt wieder runter. Ja, super, hier war ich schon mal. Vielleicht komme ich auch hier durch irgendwie an einen anderen Ort. Also komme ich. Na, also, ich komme an einen anderen Ort. Okay, wir sind schon mal etwas weiter. Hier runter da. Ich will jetzt nicht failen. Gut, wir machen im nächsten Part weiter. Für diesen Part verabschiede ich mich schon mal und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ciao, Leute!